aufnehmend auch für den Mittelstand, wie mir führende Wirtschaftsvertreter auch schon gesagt haben. Und wenn wir da jetzt nicht sehr schnell umsteuern und auf den Pfad der Tugend der sozialen Marktwirtschaft zurückkommen, dann werden wir im internationalen Vergleich noch weiter absteigen. Dann wenden wir uns dem Thema der Wirtschaftspolitik zu. Sie sind Volkswirt, da liegt es nahe, dass wir uns auch mit der Wirtschaft beschäftigen. Das Thema unserer Energieversorgung ist, glaube ich, was alle Menschen bis auch hin zur Regierung beschäftigt. Spätestens seit dem, ja, ich nenne es jetzt einfach mal etwas provokant, Ausfall der Gasleitung in der Ostsee, beziehungsweise nicht mehr in Betriebnahme. Und das Ganze läuft ja unter Nord Stream 1 und 2. Und das ist einfach eine Lebensader für uns gewesen. Nicht umsonst haben wir auch der Robert Habeck zum Beispiel Sorge gehabt vor dem Winter, vor dem kalten Winter, Versorgung ist nicht da. Jetzt habe ich in den Medien gelesen, dass mittlerweile sogar in Deutschland und in den USA die Rede davon ist, dass die Ukraine an der ja, Zerstörung, wie sie auch immer jetzt erfolgt ist, beteiligt waren. Mutmaßlich soll das zumindest so sein. Das wäre ja irgendwie ein direkter Angriff sogar auf Deutschland. Wie stehen Sie denn dazu? Können Sie das als, sag ich mal, auch jemand, der dann an der Regierung näher dran ist, vielleicht sogar auch nochmal ein bisschen anders beleuchten? Ja, also zum Thema Wirtschaftspolitik. Tatsächlich bin ich da im Ausschuss für Wirtschaft im Deutschen Bundestag, bin ich auch Obmann der Fraktion, das heißt zuständig dafür, dass die Ausschusssitzungen vorbereitet werden, Anhörungen vorbereitet werden mit den anderen Obleuten der anderen Fraktionen zusammen. Bin auch im Beirat der Bundesnetzagentur zusammen mit meinem Kollegen Marc Bernhard. Da haben wir zwei Sitze, also da hatten wir jetzt auch ein bisschen Einblick die letzten Monate und das letzte Jahr, was die Versorgungslage anbetrifft. Sie haben es sehr richtig beschrieben. Die Nord Stream Pipelines sind natürlich Versorgungsadern, kritische Infrastruktur für Deutschland. Und die AfD hat immer gesagt, es ist wichtig, dass wir die Energieversorgung diversifizieren, dass wir nicht abhängig sind von irgendwelchen Ländern oder irgendwelchen Energiearten. Und von daher war natürlich der Anschlag auf die Nord Stream Pipelines, sind ja vier Stränge, drei davon sind zerstört worden, ein Angriff auf die deutsche Energieversorgung. Und wir haben das von Anfang an klargestellt, dass das mit Priorität untersucht werden muss und haben Anfragen gestellt. Wir haben keine zufriedenstellenden Antworten bekommen, wahrscheinlich weil man sich davor fürchtet, was für Erkenntnisse vorliegen. Wird auch immer wieder gesagt, dass ausländische Geheimdienste geschützt werden müssen angeblich. Und die Meldung, dass da die Ukraine dahinter stecken könnte oder vielleicht auch die USA, das habe ich auch gehört, sogar von einem amerikanischen Journalist, einem Star-Autor, der das Ganze aufgedeckt hat und dargestellt hat, das klingt sehr plausibel. Und deswegen haben wir als AfD gesagt, es muss unbedingt untersucht werden, da muss ein Untersuchungsausschuss eingerichtet werden des Deutschen Bundestags. Aber irgendwie haben wir den Eindruck, es besteht nicht sehr viel Aufklärungswille seitens der Regierung. Den Anschein hat es, ja. Zumal es ja auch so ist, gerade, also Sie haben ja selber gesagt, ein Anschlag, ein Angriff, das ist ja auch eine Geschichte, die am Ende auch irgendwie sogar vielleicht ein Bündnisfall bedeutet. Man ist heute sehr stark auf Russland fokussiert. Der Kreml, gerade der Herr Putin, wäre da als Treiber der ganzen Geschichte total im Fokus stehend. Müssen wir denn als Bürger tatsächlich so einen Bündnisfall in irgendeiner Form erwarten? Also ich wäre mit dem Begriff Bündnisfall sehr vorsichtig, weil wir sprechen ja hier von Krieg und Frieden. Ohnehin haben wir als AfD immer wieder davor gewarnt, dass sich Deutschland zu sehr da aus dem Fenster lehnt und schwere Waffen zum Beispiel liefert in die Ukraine, weil wir wissen nicht, wie dieser Krieg in der Ukraine, der nicht unser Krieg ist, wieder weiter eskaliert. Und immerhin hat Russland Atomwaffen und es wurden ja auch schon Schläge angedroht. Und von daher fordern wir die Bundesregierung immer wieder auf, deeskalierend zu wirken. Ich würde niemals jetzt hier diesen Begriff des Bündnisfalls in den Mund nehmen. Wir fordern auch dazu auf, Friedensverhandlungen zu initiieren.
Könnte zum Beispiel auch über die OSZE gehen. Da bin ich übrigens auch in der Parlamentarischen Versammlung als Stellvertreter. Unser Hauptmitglied ist Stefan Keuter in der OSZE-Parlamentarischen Versammlung. Da haben wir auch in diesem Gremium immer wieder angemahnt, dass jetzt endlich initiativ tätig wird von Seiten dieser Organisation, weil ja Russland dort noch am Verhandlungstisch ist. Aber da kommt einfach zu wenig, unserer Meinung nach. Gerade die Bundesregierung ist im Moment völlig fehl am Platz. Wir sollten ein Makler sein. Russland ist auch nicht nur Putin, sondern ein großes, stolzes Volk mit einer jahrhundertelangen Historie. Und von daher sich da komplett abzukoppeln auf Jahrzehnte, die Energieversorgung abzuschneiden von Russland, da schneiden wir uns ins eigene Fleisch. Ja, gerade sogar im weitesten Sinne für Europa ist das ja an und für sich ein riesengroßer Wirtschaftsmarkt. Ja, gerade Europa und Russland, Ressourcen, Technik, Know-how, auch wenn wir jetzt gerade gehört haben, dass Deutschland mittlerweile auf Platz 18 ist da in der Entwicklung, behaupte ich einfach trotzdem nochmal, dass wir technologisch ein interessantes Land noch sind und auch fähige Menschen haben, die in der Lage sind, was zu bewegen. Vielleicht kann ich noch ergänzen. Mit Russland. Ich denke, genauso die Sanktionen, die im Moment verhängt wurden gegen Russland, die schaden uns mehr, als dass es irgendwie nützt. Russland exportiert inzwischen Öl und Gas in andere Länder, zum Beispiel China, Indien, Pakistan, viele andere Länder mehr. Und von daher sagen wir als AfD auch, diese Sanktionen müssen endlich weg. Ja. Also wir dürfen nicht Sanktionen verhängen, wenn wir davon selber am Ende noch mehr leiden als derjenige, der sanktioniert wird. Ja. Ja gut, im Prinzip heißt es ja von Regierungsseite her, das ist halt mal so, wir müssen, das brauchen wir halt, damit wir die Ukraine unterstützen können. Ja, das ist im Prinzip ja genauso die Sicht, die da zumindest erstmal an den Bürger herangetragen wird. Und da komme ich tatsächlich zum Bürger. Der Bürger ist natürlich derjenige, der momentan irgendwie in einer unsicheren Situation ist. Wir hatten es vorher wirtschaftlich mal kurz angerissen. Für ein Unternehmen ist es schlecht, wenn man nicht weiß, wohin die Reise geht. Für einen Bürger ist es am Ende nichts anderes, weil auch jede Familie ist irgendwie ein kleines Wirtschaftsunternehmen und muss halt einfach schauen, wo sie bleibt. Auf was kann sich denn eigentlich der Bürger überhaupt heute noch einstellen oder mit was müssen wir zukünftig einfach mit diesen Wagnissen leben, so wie sie jetzt sich darstellen? Oder kann man denn zumindest trotzdem Licht sehen und sagen, das ist die Entwicklung, darauf kann man hinarbeiten? Ja, zunächst mal ist die Entwicklung sehr negativ. Also wir haben ja in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg das Erfolgsmodell der sozialen Marktwirtschaft gehabt. Eigenverantwortung. Der Staat gleicht grobe, ungleiche Verhältnisse aus, aber im Prinzip obliegt es jedem, sich selbst zu entfalten. Und jetzt erleben wir im Moment so ein Shift, also es geht hin zu Planwirtschaft, staatlichem Dirigismus. Die Grünen sind bekannt für Verbote. Und sie versuchen, uns immer mehr reinzureden, was gut ist und was schlecht ist. Familie soll nicht mehr über Familie entscheiden, sondern der Staat greift ein und legt Quoten fest, verbietet uns Fleisch zu essen. Jetzt sollen die Gasheizungen und Ölheizungen ausgebaut werden, ersetzt werden mit Wärmepumpen zum Beispiel. Und irgendwann merkt aber der Bürger, dass jetzt das irgendwann überzogen ist. Und deswegen erleben wir ja im Moment gerade einen großen Zuspruch der AfD. Wir haben inzwischen bundesweit 19%, im Osten sogar 31-32% an Zustimmung. Und von daher, das ist die positive Botschaft. Der Bürger wacht auf und er lässt sich das nicht mehr bieten, was die Ampel da ständig fordert von ihm. Und wählt eben eine Partei, die für Eigenverantwortung und Selbstständigkeit und Individualismus ist. Und von daher, ja, auf der einen Seite geht es bergab. Wir sind auch in der Rezession geschlittert, muss man auch dazu sagen. Die Regierung hat es ja verleugnet über viele Monate hinweg. Und auch jetzt
sagt sie, das ist keine echte Rezession, sei nur eine technische Rezession. Darüber hinaus haben wir auch Inflation, nach wie vor über 7%. Und also das sind die schlechten Nachrichten, aber die guten Nachrichten ist, wenn der Bürger das merkt, dann hat er in einer Demokratie auch die Möglichkeit, diese Regierung abzuwählen und dann stattdessen eine neue Regierung zu wählen. Deswegen kann ich nur dazu ermuntern, zur Wahl zu gehen, sich zu engagieren, Mitglied zu werden, auch in der Kommunalpolitik mitzumachen. In Baden-Württemberg zum Beispiel haben wir nächstes Jahr Kommunalpolitik, da suchen wir Kandidaten. Wir haben gar nicht so viele Kandidaten, wie wir wahrscheinlich Mandate kriegen. Mhm. Jetzt ist die Zeit, dass man politisch aktiv wird. Okay, Dankeschön dazu. Gerade, wir hatten es mal angerissen, Richtung gerade erneuerbare Energien ist ja ein Thema. Egal ob jetzt Wärmepumpe, Nutzung der erneuerbaren Energien oder eben Windräder, Entstehung erneuerbarer Energien, Solaranlagen, Solarfelder und dergleichen. Mein Eindruck ist so, dass die gerade Regierung sehr stark daran interessiert ist oder einfach sagt, naja, Deutschland ist da Vorreiter. Wir beginnen da einen Weg, wir gehen den Weg in so eine gute Zukunft, in eine klimafreundliche Zukunft, nenne ich es ruhig auch mal, wie es heute heißt. Und die Welt wird dann schon merken, Mensch, das ist der richtige Weg, da machen wir mit. Also gerade China haben Sie selber gerade angesprochen, die eben offensichtlich ja dann das Gas, was wir nicht nehmen, von Russland erwerben und damit ihre Energieversorgung sicherstellen oder Kohlekraftwerke schaffen. Also haben Sie den Eindruck, dass es auf der Welt jemanden interessiert, was wir hier tun und dass diese Hoffnung, die ich jetzt gerade mal so reingebracht habe, irgendwo wahrgenommen wird in der Welt? Also ich komme ja auch häufig rum mit Delegationsreisen im Ausland und meine Wahrnehmung ist eine andere. Meine Wahrnehmung ist eher die, dass man sagt, zuallererst muss mal die Versorgung der Bevölkerung gesichert sein und bevor wir uns auf irgendwelche Experimente einlassen. Beispielsweise Atomkraft. Also in Deutschland wird es ja verteufelt. Wir steigen aus der Atomenergie, aber weltweit baut man Atomkraftwerke auf. Zum Beispiel in Finnland, zum Beispiel in Frankreich, in Großbritannien, selbst in den Philippinen setzt man auf Atomenergie. Und da kann Deutschland tausendmal sagen, dass das gefährlich sei und schlimm und man besser alles auf erneuerbare Energien setzen soll. In anderen Ländern wird gesagt, wir brauchen erstmal Sicherheit der Energieversorgung. Es muss bezahlbar sein für die Bürger und deswegen setzen wir zum Beispiel auf diese Quelle von Energie. Und ähnlich ist es mit anderen Dingen auch. Elektroautos. Hier haben wir ja jetzt die Strategie, dass wir in Europa die Verbrennungsmotoren verbieten, jetzt schon in wenigen Jahren Neuverkäufe. Aber in den USA beispielsweise sieht man das überhaupt nicht so. Also da macht man nach wie vor weiter mit Benzin und Diesel. Dort fördert man auch Elektroautos. Tesla ist ja ein prominentes Beispiel. Aber man macht es eher, damit die Industrie dort in die USA kommt und Arbeitsplätze vor Ort entstehen, aber nicht zulasten von den alten Industrien. Die hat man parallel. Und in Deutschland macht man den großen Fehler, dass man gut gehende Industriezweige, die uns stark gemacht haben über Jahrzehnte hinweg, einfach absägt und in etwas Neues investiert, was aber noch gar nicht ausgereift ist und vor allem auch nicht grundlastfähig zum Beispiel und ein Riesenabenteuer darstellt. Und das verunsichert auch die Unternehmen, auch den Mittelstand zunehmend, weil Energie immer teurer wird. Wir sind ja jetzt schon an der Spitze der Welt und es wird absehbar immer teurer und dann verlagert man ins Ausland. China, Asien, USA, die haben jetzt den Inflation Reduction Act, wo sie Industrie anlocken mit wahnsinnigen Subventionen. Selbst die BASF, die hier nicht weit weg ist, mit ihrem Stammsitz in Ludwigshafen, überlegt, hier zu deinvestieren und eben dann in anderen Ländern massiv zu investieren. Und das ist ganz, ganz schädlich für unseren Wirtschaftsstandort und wird mittelfristig also Zehntausende, Hunderttausende Arbeitsplätze kosten. Und in erster Linie, höre ich jetzt raus, ist es halt tatsächlich das Energiethema oder sind es noch weitere Themen auch, die... Nicht nur das Energiethema, das ist das Hauptthema, glaube ich. Aber wenn man so die Umfragen anschaut, die Sorgen und Nöte von Managern und von Unternehmern in Deutschland, dann ist es eben auch das Thema Bürokratie.
Wir haben unglaubliche Bürokratielasten, Berichtspflichten, Datenschutzgrundverordnung hier in der Europäischen Union, dann Nachhaltigkeitsberichte, die jetzt erstellt werden müssen. War früher nur für Großunternehmen, jetzt wird die Größe der Unternehmen immer kleiner, wo man solche Berichtspflichten dann hat. Dann das Lieferkettengesetz, was wir hier in Deutschland eingeführt haben, was besagt, dass deutsche Firmen verantwortlich sind für alle Vorprodukte, die sie irgendwo aus dem Ausland einkaufen, dass dort Menschenrechte, Grundrechte und so weiter eingehalten werden, was keine Firma einfach so leisten kann, die ganzen Ketten in Bangladesch und Südostasien und so weiter zu untersuchen. Also all diese Pflichten, diese Regeln, diese Bürokratie, die wir haben in Deutschland, vertreibt Unternehmen und macht das Investitionsklima schlecht. Und dazu kommt noch der Fachkräftemangel. Bloß den können wir nicht beheben, indem wir hunderttausende Menschen einfach so ins Land lassen und hoffen, dass die dann unsere Fachkräfte von morgen sind, sondern das hat zu tun mit dem schlechten Bildungsniveau. Wir sind immer weiter abgerutscht. Und deswegen müssen wir einfach mal schauen, dass wir halt hier in Deutschland unsere Leute wieder mit Grundrechenarten, mit Naturwissenschaften, mit den MINT-Fächern ausbilden. Potenzial ist genug da, aber es muss eben auch gehoben werden. Wir brauchen keine Genderwissenschaften in Deutschland, sondern Naturwissenschaften wieder nach vorne bringen. Mhm. Ja. Haben Sie den Eindruck, gerade das Fachkräftethema ist ja schon was, dass jetzt gerade aus den Menschen heraus, die zu uns kommen, jetzt doch dass überall fähige Menschen auf der Welt gibt, okay, das stelle ich jetzt einfach mal dahin. Aber ist es so, dass es wirklich für uns einen Mehrwert darstellt? Weil, worauf ich gerade abziele, ich komme aus dem Main-Kinzig-Kreis und der dortige Landrat hat im Frühling mal auf einer Podiumsdiskussion eben davon berichtet, dass bei Freisprechungsveranstaltungen für Gesellenprüfungen und dergleichen halt auch mittlerweile sehr viele der Flüchtlinge aus dem Jahr 2016 jetzt mit dabei wären und dass die tatsächlich eben eine Bereicherung für unseren Arbeitsmarkt sind. Also ist das was Sie als Politiker jetzt hier zum Beispiel im Rhein-Neckar-Kreis auch nachvollziehen können oder wie ist da Ihre Sicht zu? Solche Fälle gibt es natürlich zweifelsohne. Das stellen wir gar nicht in Abrede. Bloß die Frage ist, ob das erstrebenswert ist, auch für die Länder, aus denen diese Fachkräfte dann kommen. Ich war im Rahmen einer OSZE-Wahlbeobachtungsmission kürzlich in Bosnien-Herzegowina. Und da sind in den letzten 10 Jahren mehrere Millionen qualifizierte junge Leute ausgewandert aus dem Land und gen Westen gezogen, also nicht nur Deutschland, sondern auch Großbritannien und andere Länder. Und dort fehlen die jetzt. Also das Land blutet aus. Wir haben einen riesen Brain Drain, der stattfindet. Und von daher ist es auch für diese Quellenländer nicht erstrebenswert, dass also praktisch das Potenzial weggeht in andere Länder, dort dann die Sprache lernen muss. Das ist ja kompliziert, die Kultur anders ist. Von daher sagen wir als AfD, wir müssen uns konzentrieren auf die Leute, die wir im Land haben. Dass wir da das Potenzial, und Sie haben es ja vorhin schon gesagt, Deutschen sind ja bekannt für Qualität, für Leistung, für Erfindungsreichtum. Gerade in Baden-Württemberg haben wir sehr, sehr viele Patente, die jedes Jahr angemeldet werden müssen. Also da sollte unser Fokus sein. Aber ich stelle nicht in Abrede, dass auch Menschen nach Deutschland kommen, die wunderbar sich integrieren, die Sprache lernen, ins Handwerk gehen oder in andere Berufe. Und solche sind uns ja auch willkommen. Ja. Mhm. Bloß es kommen halt auch sehr viele, die das nicht sind. Deswegen müssen wir diese unkontrollierte Masseneinwanderung abstellen. Ja, von daher schließt man damit auch den Wirtschaftsblock ab. Ich würde trotzdem noch eine Frage stellen zum Abschluss nochmal. Was ist Ihre Sicht so generell auf die Wirtschaftslage in Deutschland? Einfach vielleicht auch ein Statement nochmal. Sicht von Herrn Dr. Malte Kaufmann. Wo steht die deutsche Wirtschaft gerade? Wir stehen nicht gut da. Wir sind in eine Rezession hineingeschlittert. Die Rahmenbedingungen werden immer schlechter. Unternehmen wandern ab. Das gilt nicht nur für die Großindustrie, sondern zunehmend auch für den Mittelstand, wie mir führende Wirtschaftsvertreter auch schon gesagt haben. Und wenn wir da jetzt nicht sehr schnell umsteuern und auf den Pfad der Tugend der sozialen Marktwirtschaft zurückkommen, dann werden wir im internationalen Vergleich noch weiter absteigen.